Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Ausblick auf den Seekrautskanal. Ich möchte euch heute ein paar Themen näher bringen. Fangen wir zuerst mit Schiffen an, um dann später auf die Mechaniken im Spiel einzugehen, die sich in Zukunft ändern könnten. Ist natürlich wie immer alles Work in Progress. Und hier im Hafen steht die Poltava, ein russisches T7 Schlachtschiff. Es war ursprünglich für T8 geplant und jetzt ist es aber schon mal auf T7 abgesenkt worden. Wir wollen so ein bisschen dieses Schiff einmal analysieren und die Veränderung, die es jetzt schon gab, im Supertest schon mal hier euch bekannt geben. Dazu brauchen wir schon mal die Panzerungsanordnung, denn das Schiff wurde von T8 auf T7 verschoben und damit einher gehen ein paar Änderungen. Und zwar der Brandwahrscheinlichkeitsmodifikator wurde geändert und zwar abgesenkt, denn so umso höher die Tierstufe ist, desto höher ist die Brandwahrscheinlichkeit, zumindest in der Modifikatorformel, die berechnet, ob ihr brennt oder eben nicht, in diesem RNG-Faktor. Ja? Das ist schon mal Nummer 1, weil das verändert sich eben von der Tierstufe 8 auf Tierstufe 7. Dann geht's weiter. Die Panzerungsdicke wurde von 32 auf 25 mm Bugbeplattung verändert. Das sieht man jetzt hier auch. Hier sind es sonst ab T8 eben 32 mm, ab T7 sind es eben 25 mm. Das hat einfach was mit dem Kaliber zu tun, was in der üblicherweise auf den unteren Tierstufen eben so unterwegs ist. Macht das Schiff allerdings auch anfälliger für 406 mm Beschuss zum Beispiel oder auch 380 mm werden euch ordentlich Aua machen. Overmatch ist da eben möglich und ja, macht es eben nicht mehr ganz so hart. Hier unten die 200 mm werden weiterhin für einen guten Zitadellenschutz sorgen. Allerdings, eben nur auf diesem Bereich. Ne? Hier oben, wenn da die Granaten durchkommen, wird die Panzerung halt ignoriert. Weiter geht's mit der Panzerungsdicke der Aufbauten. Die sind ja sonst 19 mm bei T8, jetzt sind sie hier T7, also 16 mm. Die Luftabwehr wurde angepasst. Wir haben jetzt hier einen Wert von 73, Work in Progress, wie gesagt, alles. Dann hier Kurz-, Mittel-, Langstreckenflugabwehr 46, 179 und 126 an Damage. 6 km Reichweite ist ganz okay, 75% Trefferwahrscheinlichkeit, 5 Explosionen. Die stehen hier zu Buche. In der Mittelstrecke gibt es keine mehr. Und die Nachladezeit der Hauptbatterie wird von 30 auf 28 Sekunden gesenkt. Das heißt, ihr könnt relativ schnell die 356 mm Mumpeln rausschmeißen. Die Turmdrehzeit ist recht langsam. Allerdings muss man auch so sagen, das Schiff wird hauptsächlich spitze vorausstehen und da eben auf 16,2 Kilometer aktuell wirken. 41% Brandwahrscheinlichkeit ist auch nicht gerade gering. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Duke of York. Ja, wie gesagt, wird auf T7 unterwegs sein, ist aber vom Prinzip her, so wirkt es für mich, so ein bisschen wie eine Lenin, bloß dass da eingeschützt und nach hinten gesetzt ist, oder eine Vladivostok, wollen wir vielleicht mal so sagen, ja. Die würde so ein bisschen passen. Ist ziemlich flach gebaut, das Schiff, so von der ersten Anordnung her. Ja, aber ja, interessante Tarnung ist da drauf. Naja, keine Ahnung, mehr kann ich dazu irgendwie nicht sagen. Werden wir mal sehen, wie die ganzen Gameplays bei den verschiedenen Kontributoren und so weiter dann aussehen bei der Poltava war. Der Name ist interessant und für mich eigentlich so ein Schiff, wo ich sage, ja, ich glaube, das hätte ich ganz gerne, allein schon wegen dem Namen, aber ja, mal gucken, was sie dann aus dem Schiff am Ende basteln und ob da noch was, irgendwas Besonderes dazukommt. Weiter geht's mit Änderungen im Spiel, die jetzt dann in die Testversion gehen, beziehungsweise dann wahrscheinlich ja mit dem Update 089 ins Spiel kommen könnten. Fangen wir erstmal an mit der Anzeige einer neuen Schiffsgruppe. Also wenn ihr hier im Forschungsbereich unterwegs seid, bekommt ihr hier an der Seite einen zusätzlichen Reiter und der wird dann in Zukunft verschiedene neue Schiffsgruppen oder neue Schiffe anzeigen. Zum Beispiel nicht erforschbare Schiffe, die keine höheren Credits vergeben, wenn ihr damit gewinnt. Also quasi Premium-Schiffe ohne Geldmodifikator, Credit-Modifikator zum Beispiel. Es werden aber auch Themenschiffe, temporäre Schiffe, Mietschiffe und alles sowas wird in einem speziellen Reiter hier im Spiel jetzt dann angezeigt werden. Das soll es einfacher machen für euch, diese Schiffe eben zu finden und auch herauszukristallisieren, ist das jetzt ein Schiff, mit dem ich mehr Credits oder weniger Credits verdienen kann. Dann wird es weitergehen und zwar mit einer Veränderung am Sichtbarkeitssystem. Und das ändert sich zurück, nämlich so wie es war vor dem Update 0.8.0. Jetzt ist es so, wir schießen auf einen Gegner, wir sind 20 Sekunden sichtbar, haben wir diese erhöhte Sichtbarkeit, nämlich bis zur Maximalreichweite eurer Feuerreichweite, also der Hauptgeschütze. Und ihr fahrt dann hinter eine Insel, verweilt da als Beispiel 7 Sekunden und fahrt dann wieder vor. Danach werdet ihr dann als Beispiel jetzt eben noch, sagen wir mal, 10 Sekunden sichtbar, bis eben diese 20 Sekunden abgelaufen sind. Und jetzt geht es wieder zurück, so wie
vor dem Update 080 eben war. Ihr seid sichtbar, habt also geschossen, seid auf eurer Maximalreichweite sichtbar, fahrt hinter die Insel, wartet da 2 Sekunden und dann seid ihr zu. Und dann bleibt ihr auch zu, wenn ihr wieder rausfahrt aus der Insel. Also man unterbricht quasi die Sichtbarkeit und damit wird auch die Erkennbarkeit oder die Sichtbarkeitsweite eures Schiffes resettet nach 2 Sekunden. Das ist jetzt wieder das neue Alte, wenn man dazu sagen möchte. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. Und zwar gibt es eine garantierte Erkennbarkeitszeit, die hinzugefügt wird. Und zwar wird hier auf 3 Sekunden festgesetzt. Das heißt, ist euer Schiff auch nur für 1/10 Sekunde sichtbar von dem Feind, werdet ihr für 3 Sekunden sichtbar bleiben. Auch wenn ihr euch dann schon wieder aus dem Sichtbarkeitsbereich des Feindes herausbewegt habt. Das ist in Zukunft der neue Standard. Das soll ein Flackern, gerade für diejenigen, also quasi für den Gegner von euch möglicherweise, wenn ihr euch genau an der Sichtbarkeitsgrenze bewegt und mal drinnen seid und mal draußen, gab es halt in der Vergangenheit ein Flackern in World of Warships und mit diesen 3 Sekunden soll halt dieses Flackern der Vergangenheit angehören. Dann ändert sich was bei der Anzeige von Tarnung. Ihr habt ja im Hafen die Möglichkeit, hier gewisse Tarnungen auszuschalten, ja, also Spezialschiffe, die dürfen nicht, also dekorativ Monsterwelle, Raumschiffe und so weiter. Wenn ihr diese Schiffe ausgeschaltet habt, ne, dann gibt es die Schiffe natürlich trotzdem im Spiel und derjenige Spieler hat dann auch seine Tarnung drauf, aber in der Vergangenheit war es so, dass diese Schiffe dann immer ohne Tarnung angezeigt wurden, also generell blank, blass. Ja, einfach nur Metall. In Zukunft wird dafür die Verbrauchstarnung Typ 5 angezeigt, sodass man auch trotz alledem was Visuelles Schönes hat und man auch erkennt, ey, das ist gar kein Noob, der hat gar keine Tarnung, sondern man weiß ja in dem Moment nicht, dass der eigentlich die Monsterwellen-Tarnung drauf hat oder wie auch immer. Ja, und jetzt gibt es da eben ein visuelles Update, möchte man sagen, weil die Wirksamkeit der Tarnung war ja nach wie vor gegeben. Und dann kommen wir zum Zuschauermodus. Der wird nämlich jetzt demnächst im Trainingsraum eingeführt. Warum im Trainingsraum, ist ganz klar. Die ganzen Events, die hier so organisiert werden, laufen natürlich alle immer in den Übungsgefechten ab. Und ja, das ist ganz wichtig, gerade für Streamer wie mich zum Beispiel. Das wird es in Zukunft einfacher machen, Gefechte, Events, Turniere zu streamen. Und zwar wird man in Zukunft als Zuschauer hinzugefügt und kann in Echtzeit zwischen beiden Lagern wechseln. Man hat keine Anzeige, also man hat keine Möglichkeit am Chat teilzunehmen, an Schnellbefehlen und so eine ganzen Geschichten, aber man kann relativ schnell und zügig von beiden Seiten die Lage einschätzen und gucken, wie die Situation so existiert. Nach dem Gefecht hat man dann Zugriff zu beiden Statistiken, man kann sie quasi miteinander vergleichen, man kann so ein bisschen näher drauf eingehen und es können bis zu 20 Zuschauer in einer Schlacht anwesend sein. Das ist der Plan, den Wargaming aktuell hat. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird auf jeden Fall die Übertragungsmöglichkeit auch von kleineren Events deutlich verbessern und ich freue mich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommen wir zur nächsten Neuigkeit, die wir in World of Warships demnächst irgendwann begrüßen können. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es werden britische schwere Kreuzer dem Spiel im nächsten Jahr hinzugefügt. Also wir reden jetzt schon von 2020 hier im Ausblick. Gucken also ziemlich weit voraus, stehen auf einem hohen Berg und gucken über die Erdkrümmung sozusagen. Und zwar werden ab der Tierstufe 5 neue Kreuzer hinzugefügt. Und zwar wird das auf der Tierstufe 5 dann die Hawkins sein, die dann 7 Geschütze A1 Rohr 190 mm bekommen. Das Schiff soll Torpedos haben, ja, 2x2 533 mm und einen verhältnismäßig guten Panzerungsschutz um den Belt herum von 76 mm. Tierstufe 6 ist dann die Devonshire, dann der Dampfer 4x2 203 mm. Auch da sind Torpedos mit an Bord, 2x4 533 mm und der Panzergürtel beträgt 114 mm. Die Surrey T-Stufe 7 hat auch 4x2 203 mm Kanonen, 2x4 Torpedos, 152 mm Panzerung. T8, die Bedford, 3x3, 203 mm, 2x4 Torpedowerfer. Und ja, ebenfalls die gleiche Panzerung wie vorher. Ne? Jetzt haben wir hier den Unterschied, dass wir jetzt haben wir 3 Türme A3 Rohre und bei dem T7 haben wir 4 Türme A2 Rohre. Ne? Also da haben wir 8, bei dem anderen haben wir jetzt 9, kriegen wir also ein Rohr effektiv dazu. Und die Drake wird dann T-Stufe 9 mit 234 mm Kaliber als schwerer Kreuzer, 3x3 Rohre.
2x4 533 mm Torpedos und wir haben einen Panzergürtel von 177 mm und dann kommt natürlich Tierstufe 10, die Goliath, 4x3, also 4 Türme, A3 Rohre, 234 mm. Auch da sind Torpedos dabei, 2x4, 533 mm und der Panzergürtel beträgt 203 mm Dicke. Das ist ganz ordentlich für schwere Kreuzer, muss man ganz ehrlich sagen, denn die Schiffe werden, zumindest geht das Konzept davon aus, eine gute Gürtel- und Deckspanzerung haben, HE- und AP-Granaten, also ganz entgegengesetzt zu den leichten Kreuzern, beide Varianten haben. Ab T8 wird es eine Reparaturmannschaft geben, es wird eine Hydroakustik geben, man muss bei den Verbrauchsmaterialien zwischen defensiven Flakfeuer oder Jäger wählen und ja, das ist richtig, richtig spannend, muss man ehrlicherweise sagen. Für mich liest sich das erstmal ein bisschen sehr stark, muss ich sagen. Außerdem, eine Sache habe ich fast noch vergessen, es wird ein T6-Schiff geben, einen Premium-Kreuzer, der sich dann London nennt. Wie genau der aussieht, wie die Bilder dann sind, das werden wir euch natürlich hier wieder im Ausblick dann zeigen, wenn wir denn diese Bilder zur Verfügung haben. Aktuell gibt es nur diese Daten. Ich hoffe, war jetzt nicht zu trocken, aber ich wollte euch die Information nicht vorenthalten. Hab hier einfach mal stellvertretend den britischen T1-Kreuzer Black Swan hier hingesetzt in der britischen Lackierung, sodass man weiß, worum es geht. Nun hoffe ich, dass euch dieser Ausblick wieder ein paar Informationen gebracht hat. Wenn dem so ist, freut mich über eure Daumen nach oben, eure Weiterempfehlung, euer Abo. Ja, ist ja hier bei YouTube auf jeden Fall auch kostenlos. Wenn ihr uns weiter supporten wollt, könnt ihr das natürlich freiwillig mit einer Kanalmitgliedschaft tun. Ich sage danke, bis zum nächsten Video hier auf dem Seekreuz-Kanal. Bis dahin, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.